Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr genießt gerade den Start ins Wochenende. Ja, Freunde, ich bin zurück mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ist ja jetzt auch schon wieder 3-4 Tage her, seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe. Und deshalb ist es jetzt mal wieder an der Zeit, dass ich hier ein neues Video für euch hochlade. Und zwar schauen wir uns in diesem Video an, was Rockstar Games gestern zu Halloween in GTA Online rausgebracht hat, nämlich wir schauen uns an, was es denn alles Neues im Halloween Surprise Update 2019 gab, beziehungsweise im Halloween Surprise Tunables Update, denn wir mussten das Ganze ja nicht runterladen, das Ganze haben wir ja schon mit dem Casino DLC runtergeladen. Insgesamt gibt es 4 neue Dinge in GTA Online, also 4 neue, komplett neue Dinge in GTA Online, und zudem gibt es auch noch den ganzen alten Halloween Content, bedeutet den Content aus den vergangenen Jahren, die eben bei den vergangenen Halloween-Events in GTA Online rausgekommen sind. Diese Sachen könnt ihr euch ab sofort nun auch wieder kaufen. Das Ganze ist natürlich zeitlich begrenzt. Das Ganze geht eine Woche, Freunde. Deshalb schlagt auf jeden Fall zu, wenn ihr in diesem Video irgendetwas seht, was ihr gerne haben wollt. Gut, nicht alles, was ist. Ich werde auf jeden Fall genau darauf eingehen, was zeitlich begrenzt ist, weil nicht alles zeitlich begrenzt ist. Ihr werdet das gleich selber merken, Freunde. Dann werde ich euch noch darauf hinweisen. Okay, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen. Und solltest du gerade neu auf meinem Kanal sein, dann zeigt ein bisschen Liebe. Drück auf den Abonnieren-Button und lass mir ein Abo da. Ist kostenlos und unterstützt mich enorm. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt direkt in das eigentliche Video rein. Und da beginnen wir mit einem Fahrzeug, welches Rockstar Games gestern in GTA Online neu rausgebracht hat. Nämlich einem Fahrzeug, was ja im Grunde schon seit längerem bekannt war, dass das Ganze an Halloween rauskommen wird, beziehungsweise welches halt im Gamecoding gefunden wurde, was ich halt geleakt war und welches ich euch halt auch schon Ende Juli in einem Video mal vorgestellt hatte. Und zwar handelt es sich bei diesem Fahrzeug um den Rampant Rocket. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Fahrzeug hier richtig ausgesprochen. Und zwar handelt es sich, wie ihr es gerade eh schon hier im Hintergrund seht, um ein Motorrad, um ein Dreirad, was auf jeden Fall sehr, sehr auffällig aussieht, was auf jeden Fall richtig fresh aussieht, meiner Meinung nach. Also das Bike, das gefällt mir von der Optik auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kaufen könnt ihr euch dieses Motorrad im Übrigen auf Legendary Motorsports und zwar für 925.000 GTA-Dollar. Also der Preis ist jetzt nicht so hoch angelehnt, aber ob es sich denn auch lohnt, ob das Fahrzeug sich das Geld auch wert ist, das kann ich euch an dieser Stelle noch nicht sagen, weil ich das Fahrzeug dafür halt noch nicht ausgiebig genug getestet habe. Aber das werde ich gleich auf jeden Fall noch nachholen und dann werde ich dazu morgen nochmal ein extra Video machen, wo ich euch dann mitteile, ob es sich denn lohnt, sich den Rampant Rocket in GTA Online wirklich zu kaufen oder eher nicht. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass dieses Fahrzeug wirklich sehr, sehr auffällig ist, dass es in so ein Fahrzeug in GTA Online in keiner Art und Weise jemals zuvor gegeben hat. Also es gibt kein Fahrzeug, was diesem Fahrzeug hier auf jeden Fall auch nur annähernd ähnlich sieht, und deshalb, wenn ihr euch das Fahrzeug holt oder gekauft habt, dann fällt ihr damit in der Lobby auf jeden Fall extrem auf und finde ich auf jeden Fall positiv, weil das ist mein Fahrzeug, was sich eben von den anderen Fahrzeugen in GTA Online unterscheidet und das feiere ich sowieso immer enorm. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir jetzt erst einmal weiter mit weiterem Content, den Rockstar Games gestern in GTA Online rausgebracht hat. Und zwar haben sie neue Überlebenskämpfe rausgebracht, aber nicht nur normale Überlebenskämpfe. Nein, passend zu Halloween haben sie nämlich, Alien-Überlebenskämpfe rausgebracht. Denn in diesen Überlebenskämpfen spielen wir, beziehungsweise ihr, eben als Aliens und das nicht mit unseren normalen Waffen, sondern mit den speziellen Waffen, die eben Anfang des Jahres in GTA Online rausgekommen sind, nämlich mit dem Abin Atomizer und mit den ganzen Laserwaffen, die dann eben Anfang des Jahres in GTA Online rausgekommen sind, so dass das Ganze halt schon so ein bisschen Star Wars mäßig wirkt, ist auf jeden Fall extrem cool. Außerdem gibt es in diesen neuen Alien-Überlebenskämpfen auch das Halloween-Wetter, was ja auch zu Halloween sehr, sehr gut passt. Meiner Meinung nach nutzt Rockstar Games dieses Wetter sowieso in viel zu wenigen Modis, weil das
das halt einfach ein extrem geiles Wetter ist. Und zusätzlich, was mir noch aufgefallen ist, was ich extrem feier, ist, dass einfach über diesem Überlebenskampf, also in der Luft, so UFOs schweben, was man eben sonst nur so aus gemoddeten Jobs kennt, und das feiere ich auch extrem, weil das Ganze halt einfach extrem geil aussieht. Ihr seht das Ganze eh gerade hier schon im Hintergrund, ihr seht ein kleines Gameplay dazu, wo ich vorhin einfach mal just for fun alleine so einen Alien-Überlebenskampf gestartet habe, und hat mir persönlich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, und deshalb kann ich euch nur raten, wenn ihr Fans vom Halloween-Wetter seid, wenn euch die Überlebenskämpfe Spaß machen, dann guckt euch diese neuen Alien-Überlebenskämpfe doch einfach mal an, und ich denke mal, da werdet ihr auf jeden Fall auch euren Spaß dran haben. Diese findet ihr im Pausenmenü unter dem Karteireiter Online Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, und dann befinden sich diese eben dort bei den Überlebenskämpfen. Müsst ihr halt einfach ein Stückchen runter scrollen. Außerdem gibt es auf diesen Spielmodus, auf diese Alien-Überlebenskämpfe, doppeltes Geld und doppelte RP, und da lohnt sich das dann auf jeden Fall doppelt, das Ganze einfach mal anzuspielen und das Ganze einfach mal auszutesten. Machen wir weiter, und zwar gibt es 4 neue Halloween-Masken. Und diese Masken, die sind jetzt aber wirklich zeitlich begrenzt. Also die Überlebenskämpfe, die sind natürlich nicht zeitlich begrenzt. Die könnt ihr das ganze Jahr überspielen. Und ja, das Motorrad, das ist auch nicht zeitlich begrenzt. Das könnt ihr euch auch das ganze Jahr über kaufen. Aber diese Halloween-Masken, die sind zeitlich begrenzt. Diese könnt ihr euch unter anderem auch nur im Casino-Shop kaufen. Dort gibt es 4 unterschiedliche neue Halloween-Masken. Diese seht ihr gerade hier im Hintergrund, und wenn euch die gefallen, dann vergesst nicht, holt euch die auf jeden Fall bis einschließlich nächste Woche Mittwoch, denn ab Donnerstag sind die wieder aus dem Spiel raus. Da endet nämlich das Halloween Surprise 2019. Da verschwindet nämlich dann der zeitlich limitierte Content aus GTA Online, und deshalb vergesst nicht, wenn euch eine Maske wieder hiervon gefällt, dann schlagt auf jeden Fall jetzt zu bis nächste Woche Mittwoch, Freunde. Und ja, last but not least gibt es noch eine weitere Neuerung in GTA Online, und zwar passend zu Halloween, weil man sich ja an Halloween verkleidet, hat Rockstar Games jetzt nun die Online-POTs in GTA Online freigeschaltet, und das bedeutet jetzt eben nun, dass wir online in GTA Online, nicht im Singleplayer, sondern online in GTA Online als Tiere im Online-Modus spielen können. Insgesamt hat Rockstar Games 76 POT-Pflanzen in GTA Online, ja, kreuz und quer auf der gesamten Map veröffentlicht. Diese könnt ihr ganz einfach einsammeln und essen, und sobald euer Charakter eine POT-Pflanze gegessen hat, dann bekommt er eben genau wie im Singleplayer, im Story-Modus von GTA 5, eine Halluzination, und dann verwandelt er sich eben in irgendein x-beliebiges Tier. Ja gut, so x-beliebig ist das Tier gar nicht. Wenn ihr eine POT an Land esst, verwandelt ihr euch in ein Landtier, und wenn ihr eine esst, die eben unter Wasser liegt, dann verwandelt ihr euch eben in ein Wassertier, wie zum Beispiel in einen Hai oder in irgendeinen anderen Fisch, den es da gibt. Ich habe gerade auf jeden Fall auch schon alle Locations aufgenommen. Ich habe alle 76 Karten-Locations für euch schon aufgenommen, und da gibt es auf jeden Fall auch das ein oder andere lustige Tier dabei. Ihr könnt euch unter anderem in Bigfoot verwandeln, ihr könnt euch in eine Kuh verwandeln, und ihr könnt euch in so einen Huhn verwandeln und damit andere Menschen töten, was auf jeden Fall auch extrem cool ist. Das Video werde ich auf jeden Fall morgen dann für euch hochladen. Morgen kommt dann ein Test zu dem neuen Motorrad und eben mit zu den ganzen Locations, wo ihr jede einzelne POT im Online-Modus von GTA 5 finden werdet, Freunde. Und ja, dafür bekommt ihr im Übrigen für jede POT, die ihr einsammelt, 5000 RP. Also das Ganze kann man wirklich gut nutzen, um zu leveln. Und ihr habt halt Spaß, indem ihr halt dann als Tier online spielen könnt. Wenn ihr nicht mehr als Tier spielen wollt, dann drückt einfach die Pfeiltaste nach rechts, dann endet die Halluzination, oder ihr müsst ganz einfach sterben, dann ist die Halluzination auch vorbei. Ihr könnt im Übrigen alle 76 POTs an einem Stück einsammeln, also in einem Durchgang. Allerdings, wenn ihr eine POT einmal gegessen habt, dann ist diese für 24 Stunden nicht mehr an dem Ort verfügbar. Bedeutet, ihr könnt alle 76 POTs theoretisch gesehen einmal pro Tag einsammeln. Und wenn ihr diese dann durch habt, dann müsst ihr halt eben einen Tag warten, und dann könnt ihr erst wieder am nächsten Tag die 76 POTs nochmal von vorne sammeln. Und ja, aber ich denke mal nicht, dass ja jemand hingehen wird und jeden Tag 76 POT-Pflanzen sammeln wird, weil das halt einfach zu viel des Guten ist. Aber nichtsdestotrotz feiere ich diese Funktion, weil es halt einfach Spaß macht, in der Online-Lobby als Vogel durch die Lobby zu fliegen und andere Leute voll zu scheißen, was man ja machen kann. Ist auf jeden Fall lustig und ist ein Feature, ja,
was die Spieler in GTA Online ja schon seit einigen Jahren von Rockstar Games fordern. Und nun hat Rockstar Games das Ganze eben mit dem Halloween Surprise 2019 in GTA Online veröffentlicht gehabt. Und nicht nur das, also das ist jetzt der komplett neue Content. Nein, sie haben auch noch den ganzen alten Content aus den vergangenen Halloween Updates in GTA Online wieder rausgebracht. Jetzt kann man sich wieder den Lurcher und den Frankenstrange kaufen. Das sind ja zwei Halloween-Fahrzeuge, die es im Jahre 2015, was meine ich, mit dem Halloween-DLC damals gab. Und man kann sich jetzt auch wieder die ganzen Halloween-Gesichtsbemalungen beim Friseur kaufen. Und zudem kann man sich jetzt auch wieder beim Maskenladen die ganzen alten Monster-Halloween-Masken kaufen, die es halt ebenfalls damals 2015 mit dem ersten Halloween-DLC in GTA Online halt gab. Und all diese Sachen, die ich aber jetzt gerade aufgezählt habe, die sind auf jeden Fall auch wieder zeitlich begrenzt. Das bedeutet, diese müsst ihr euch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch gekauft haben, denn ab Donnerstag verschwindet wieder die Kauffunktion in GTA Online. Und dann könnt ihr sie euch erst wieder im nächsten Jahr kaufen. Also wenn euch da irgendwas gefällt, Freunde, dann geht auf jeden Fall hin, kauft euch das bis einschließlich nächste Woche Mittwoch. Und dann habt ihr das Ganze auch permanent in eurem Inventar und könnt das dann auch das ganze Jahr über benutzen. Und ich muss sagen, ja, die Halloween-Masken, die habe ich damals besonders fresh gefunden. Und die habe ich mir damals sowieso alle direkt im Jahr 2015, als die neu rauskamen, direkt gekauft. Und so konnte ich die halt auch immer das ganze Jahr über nutzen und empfehle ich euch auch, wenn euch da irgendeine Maske gefällt. Okay, dann war es das jetzt nun auch schon mit dem Halloween Surprise Update 2019. Ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden mit diesem Update. Ich hätte damit gedacht, wir kriegen nur dieses neue Motorrad. Aber Rockstar Games hat uns überrascht und sie haben die Online-POTs veröffentlicht, das neue Motorrad, vier neue Halloween-Masken im Casino-Store und eben diese Alien-Halloween-Überlebenskämpfe, die auf jeden Fall auch richtig Baba sind. Und ja, deshalb, Rockstar Games hat mich überrascht und wenn Rockstar Games mich überrascht mit neuem Content, dann bin ich sowieso immer glücklich und ich hoffe, dass ihr auch zufrieden seid über das Halloween Surprise Update 2019 in GTA Online. Freunde, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen richtig schönen Abend. Wir hören uns morgen im nächsten Video wieder und dann bin ich jetzt an dieser Stelle raus. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.